Dieser wunderbare Bibis, also Schmetterling, ist ein seltener Gast in Deutschland. Er kommt nur noch in vier Regionen vor. Im Bayerischen Alpenvorland, im Schwarzwald, Westerwald und bei uns in der Nordeifel. Und er heißt? Blauschillernder Feuerfalter. Jeder Eifler müsste ihn mittlerweile kennen, weil das ist schon das x-te Projekt, das sich um den dreht. Das ist halt so die Leitart vom Projekt, aber auch die Leitart von vielen Lebensräumen. Mhm. Wenn man die Art vorfindet, kann man sicher sein, dass hier irgendwo ein Lebensraum steckt, der relativ intakt ist, der einiges zu bieten hat und der auch sehr artenreich ist. Wir haben schon öfters Dr. Bernhard Theissen und sein Team von der Biologischen Station der Städteregion Aachen im Umfeld des EU-Live-Projektes Patches and Corridors begleitet. Damals, um den Schlangenknöterich, die Lieblingsspeise des Falters, anzupflanzen. Also der Falter steht total darauf. Ja. Die legen ihre Eier an die Unterseite der Blätter ab. Mhm. Damit die Raupen sich daran entwickeln können. Die Raupen frisst nur daran. Ja. Deshalb auch eine totale Abhängigkeit von der Pflanze. Ja. Das heißt aber nicht immer, dass die Raupe sich immer optimal entwickelt. Ja. Also, da weiß man noch nicht so genau, in welchen Standorten die sich am besten entwickelt. Man glaubt schon im eher feuchteren Bereich, im feuchteren Wachstumsorten von dem Standknöterich. Wenn es zu nass ist, dann ist es auch nicht gut für den. Die Pflanzaktionen haben sich inzwischen bewährt. Und so heißt es, zur Flugzeit im Mai und Juni Falter zählen. Und so die Falterbestände überprüfen. Dafür muss man sie erst einmal entdecken und fangen, wie man das so kennt, mit einem Kescher. Der hat sogar eine Nummer dran. Es gibt inzwischen jede Menge von den kleinen Insekten, die jetzt nur noch kurz eingefangen und registriert werden müssen. Die so einen anderen als ich hier vorne. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich hier, ich meine den hier. Ach nee, ich meine den da hinten. Na komm, dann fangen wir. Ach, dann nimmst du den, ich nehme den. Pass auf mit dem Stacheldraht, den Cash, jetzt ist er weg. Klappt nicht immer. Aber bei manchen sind alte Bekannte dabei. Und der hat schon eine Nummer. Und damit ich die gut ablesen kann, kommt der nochmal in mein Schauglas rein. Da die Falter äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden sind, werden die Tiere an der Flügelunterseite mit einem dünnen Permanentmarker beschriftet. Das erlaubt es, bereits Gefangene von bisher noch nicht gefangenen Faltern zu unterscheiden. Zu jedem markierten Falter wird neben der Nummer auch der Fundort notiert. Daher kann man bei einem Wiederfang feststellen, wie viele Tage ungefähr der Schmetterling bereits unterwegs ist und ob er den Ort gewechselt hat. Alle anderen werden akribisch aufgelistet. Okay. Nummer 205, IO, Männchen. Inzwischen hat man festgestellt, dass Flugdistanzen über 1500 Meter zurückgelegt werden können. In diesem Jahr will man untersuchen, inwiefern die bisher erfolgten Renaturierungsmaßnahmen den Austausch von Faltern zwischen verschiedenen Feuchtwiesen vereinfacht haben. Boah, ist ein Kilometer vielleicht nicht, aber nicht weit weg davon. Ne? Ja, und hier, wo ihr die vielen kleinen Fichten weggenommen habt, da sind jetzt viele, zum einen viele Falter, als auch viele Patchwechsler. Mhm. Und soweit ich glaube, ist hier so ein bisschen eine Grenze noch. Wenn man das nötige Geschick mitbringt, erleiden die Falter keinen Schaden durch die Markierung. Die Farbe des Stiftes wird auf die Flügelschuppen aufgetragen. Diese Schuppen sind aber vergleichbar mit Haaren, es ist also weitgehend totes organisches Material. Die Schmetterlingsexperten haben schon einige Tage im Holderbachtal zugebracht und etliche Falter registrieren können. Ein gutes Zeichen. Zumindest in der Eifel kann der blau schimmernde Feuerfalter auch künftig seinen Lebensraum ausfüllen und für Nachwuchs sorgen.